habe von Jodon gehört in dem Film Sound of Music. Und ich habe auch ein bisschen probiert, das selbst zu tun. Jodelei, jodelei. Klingt nicht schlecht. Da scheint ja ein Talent zu schlummern. Und dann hört's Jessica tatsächlich im Park jodeln. Das Kulturreferat hatte dazu eingeladen. Zwei Abende hatten 100 Jodelwillige im Hofbräuhaus trainiert. Und zum Abschluss durfte, wer wollte, dahin, wo der Jodler herkommt, unter den freien Himmel. Weil Jodler fröhliche Menschen sind, nahmen sie Jessica einfach mit. Ich war ganz überrascht, dass es hier im Englischen Garten eine Jodeltruppe sein würde. Ja, das machen wir heute zum ersten Mal. Das ist nicht nur auf die Berge. Nein, nein. Wir machen das jetzt in der Stadt und Aha. die Begeisterung ist groß von den Leuten. Also, das ist mal was anderes. Okay. Anfangs war Jessica noch etwas zurückhaltend. Aber Fröhlichkeit steckt einfach an. Und draußen in der Natur scheint sich's wirklich anders zu jodeln. Wow, ich bin sehr begeistert darüber. Ich habe nie gedacht, dass ich wirklich mit echten Deutschen und Bayern genau. jodeln würde. Ja. Ja, das ist super. Also, ich finde es ja ganz interessant. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Jodler beschreiben ja die Landschaft. Ja? Ja, also okay. wenn du in den Bergen bist, dann hast du oft einfach eine ganz andere Melodie, Führung und Bewegung, so. Wie zum Beispiel im Bayerischen Wald. Ja? Da ist die Landschaft so ein bisschen beschaulicher und idyllischer und da gibt es die Arien. Da sagt man gar nicht Jodler, sondern Ari. Ah, okay. Ja? Und das klingt dann ein bisschen anders. Noch was gelernt und dann der ultimative Test. Dann singst du die Stimme und ich singe auch nicht drüber. Pass auf. Okay. Hops to your ery, I hops to your ery. Drei Stunden Jodelwanderung und Jessica kann jodeln. Im Biergarten wird sie dann quasi eingebürgert. Probier mal. Dann singen wir es aber nochmal, oder? Ja. Aber jetzt muss gleich gescheit singen. Sehr gut. No. Bayerisch heute, oder? Ja. Triolai hoe dioiri. Triolai hoe dioiri. Und wenn es heute Nacht nicht zu kalt geworden wäre, würde Jessica wahrscheinlich immer noch da sitzen und jodeln.